Okay, dann mal raus. Wie schaut's aus? Es wird fast Nacht. Toll. Und wir können uns da aber auch nicht hinlegen bei dem. Da haben wir uns eigentlich eine schlechte Zeit ausgesucht, hier hinzureisen. Ich hätte einen Schlafsack mitnehmen sollen, ich Steppel. Egal. Oh, das ist ganz schlecht. Ich sehe es kommen, dass wir draufgehen werden. Wir müssen gucken, dass wir jetzt so schnell wie möglich zurückkommen. Zu unserer Hütte. Oh, was ist denn hier? Eine Höhle? Toll. Ich glaube, das ist ein Stein. Was ist das? Kohle. Okay. Keine Lust, jetzt Kohle zu tragen. Ist doch irgendwas Totes. Wir gehen mal kurz schauen. Oh, Max, letzter Widerstand, gefrorene Leiche, okay. Is it food or? Hat er auch einen Rucksack oder sowas? Ne, wir haben Max gefunden. Max ist ein wenig tot. Ein wenig sehr tot. Sorry, Max, wir haben keine Zeit, wir müssen weiter, es wird Nacht langsam. Wir müssen bald schlafen, verdammt. Ein Reh, solange hier ein Reh ist, könnten wir Glück haben und ist auch kein Bär da. Alte Survival-Weisheit. Wo andere Tiere rumrennen. Hey, ich kenne mich eigentlich nicht mit Survival aus. Ich weiß nicht, ob wir den Bären irgendwie treffen. Wahrscheinlich lauert er uns in der Höhle auf. Shit, wenn das nicht gut geht, dann werde ich erstmal versuchen, das Ganze nochmal zu machen und mich aber vorher ausruhen, dass wir morgens früh losziehen und nicht erst in der Mittagszeit. Der Sturm hat uns ja aufgehalten, das war das Problem. Okay, da wären wir wieder bei den Gleisen. Bald Nacht? Ja, shit. Gehen wir mal nachschauen. Oh, Rätselsee verlassen. Mal schauen, wo wir ankommen. Wahrscheinlich ist es die nächste Map. Trostloses Marschland. Okay, das kenne ich noch nicht. Oh, wir müssen... Oh, okay. Ey, komm. Pass mal auf, wir gehen jetzt erstmal zurück. Es ist dunkel. Wir bleiben dann auf den Schienen, wenn wir am nächsten Tag da unterwegs sind. Dann rüsten wir uns nochmal für eine weitere Reise. Und gucken, dass wir uns wirklich nicht an andere Wege halten. So, das Holz kann ich mitnehmen. Danke sehr. Noch reicht das Tageslicht. Und wir sind gut ausgerüstet. Wir müssen nur versuchen, jetzt ohne ohnmächtig zu werden, hier irgendwie vor Müdigkeit, einfach nur bis zu unserer kleinen Hütte da hinten hinkommen. Gott sei Dank haben wir die zentrale Hütte genommen, um unser Lager aufzubauen. Ist trotzdem alles so weit weg.
Nein, da können wir nichts mit anfangen. Ich sollte nicht mehr so weit laufen. Ich glaube, jetzt geht auch unsere Energie runter. Ich dachte, der Baum hat sich bewegt. Alles klar, wir sind gleich da. Boah, es dauert so ewig, bis wir uns aufgeladen haben. Das ist einfach, weil wir müde sind. Noch ein kleiner Hügel, dann haben wir es. Oh, ein Wolf. Oh, zwei Wölfe. Oh, drei Wölfe. Shit. Ja, war klar, komm her. Ciao. Das schaffen wir. Haha, geschafft. Oh mein Gott. Wir haben jetzt eh so viel Essen und so, dass wir das alles gerade aktuell gar nicht brauchen. So, gar nicht lang fackeln, ist eh schon dunkel. Vor dem Schlafen gehen vielleicht nochmal was trinken, damit wir nicht verdursten. Okay, das hier mehr. Wie viel haben wir denn? 1256. Okay. Ruhen wir uns einfach mal 11 Stunden aus. Sollte hinhauen. Trinken wir mal die Kondensmilch. Fleisch aufessen. Das ist schon krass, so viel. Aber ich glaube, der Rest wird ja aufgespart. Ja, okay. 35, toll. So, im Grunde sind wir bereit zum Aufbrechen. Es ist nur noch scheiße dunkel. Und deswegen ruhen wir uns noch mal ganz kurz hier aus. Kein nix. Ich bleibe noch mal eine Stunde liegen. Ah, schon viel besser. So, das letzte Stück Fleisch aufessen, das wir haben. Das ist weg. Da brauchen wir sonst noch irgendwas, um uns auszurüsten. Wird eine längere Strecke. So, wir haben Wolfsfleisch, Wolfsfleisch, Wolfsfleisch. Ich muss das abkochen. Sonst hält das nicht mehr so lange. Das geht uns echt kaputt. Ein Feuerchen machen, 55% Chance. Ich glaube, wir kacken das. Ich hätte einfach so einen komischen Scheißzünder nehmen sollen, oben aus dem kleinen Dings. Wenn wir es verscheißen, dann egal, dann machen wir es einfach nochmal. Knarrt. Ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit so ein bisschen... Na toll, das hat nicht geklappt. Es ist halt ein bisschen geguckt, ob es irgendwie so Games gibt, die so ein bisschen wie DayZ sind oder neue Versionen. Ich habe mal DayZ runtergeladen und muss sagen, es war saublöd. Es hat keinen Spaß gemacht. Immer noch so buggy wie früher, wie eh und je. Und von daher, was ich sagen wollte, ist, mir würde es sehr gefallen, wenn es ein Spiel gäbe, das wie, oder sag ich mal, wenn es ein Mod gibt für The Long Dark mit Zombies. Das hier ist wirklich ein Survival-Game, was wirklich gut gemacht ist. Brandbeschleuniger, gib ihn. Ah, doch, wir könnten ein bisschen Altholz da reinwerfen.
So, das reicht. Zack. Oh, Moment. Dann Essen kochen. Das stimmt, die Wolfsfleisch. Jetzt haben wir zu viel Fleisch, muss ich... Das ist ein Trauerspiel. Jetzt haben wir zu essen, aber es wird uns alles gammelig. Aachen. Bei 26 waren wir. Und das letzte. Wie viel Wasser haben wir noch? Wir haben aktuell 2,29. Und das... Dann nehmen wir halt ein bisschen was mit. So. Warum muss man eigentlich erst Schnee schmelzen und dann das kochen? Man kann auch einfach warten, bis beides auf einmal ist. Also, ich finde es... Man hätte es... Ja gut, das ist halt ein Spiel, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir jetzt von den Wölfen zerfleischt werden, die da hinten vielleicht noch rumgammeln. Ah, immer noch Wölfe. Einfach mal im Vollgasmodus jetzt da weg. Vielleicht haben die uns dann gar nicht gesehen. Okay, sehr gut. Ich glaube, wir sind entkommen. Jetzt gammeln die da auf der Seite rum, einfach weil wir die auf dem See alle zerholzt haben. Nee. Noch näher an unserer Hütte dran. Wir wissen, da hinten ist übrigens noch ein Berg mit einem Aussichtsturm. Da sollten wir auch nochmal vorbeigucken. So viel haben wir jetzt dabei. Ah, das reicht alle Male. Ich war aber auch so schlau und habe das ganze Wolfsfleisch dann direkt abgekocht. Hätte ich mir lieber sparen sollen. Denn das, wenn man das halt aus schimmligem Zustand her abbrät, danach kann man das wieder essen mit 100%. Ah, was war das? Nix? Okay. Nix ist gut. Ein Specht. In der Demo damals konnte man nicht hier lang gehen, ne? Also man kam bis hier hin, aber dann war trotzdem hier hinter, glaube ich, alles versperrt. Tja, auf ein neues Rätselsee verlassen. Hoffentlich haben wir jetzt etwas mehr Glück, was, A, das Wetter angeht, B, die Zeit, C, unsere Ausdauer und so weiter. So, trostloses Marschland. Also, unsere Aufgabe besteht darin, einfach den kompletten... Strecke, die komplette Strecke abzugrasen. Immer den Schienen hinterher. Ja, das sieht ja echt mies aus hier. Ich wüsste ja schon gerne, was hier überall ist. Wir können uns schon ein bisschen... Berg... Also ich weiß auf jeden Fall, dass da hinten, so gesehen, da oben, auf halber Strecke, ein Funkturm ist. Kurzwellenturm. Da könnten wir vielleicht auch noch irgendwas abstauben. Allerdings ist unsere Ausrüstung nicht so gut und wenn wir da auf irgendeinen Bären treffen oder sowas... Sehen wir ihn schon irgendwo? Oh, Wölfe. Wir versuchen die Wölfe einfach mal ein bisschen zu umgehen. Da sind ein paar umgestürzte Züge noch.
eigentlich ganz schön hier. Bis auf, dass es halt ziemlich heruntergekommen ist und alles durch das... Wow. Dünn Eis. Alles klar. Danke für diese tolle Warnung, liebes Spiel. Oh Mann, ich bin immer noch auf dem Eis. Ich will wieder runter. Keine Lust einzustürzen oder sowas in der Art. Oh. Hier hätten wir schlafen können, verdammt. Oh, verdammt. Gut. Kohle. Rucksack. Eine abgenutzte Jeans. Die sieht aber gar nicht mehr schön aus. Der könnte vielleicht arm sein. Signalpistole, okay. Wir lassen das Holz mal hier drin, falls wir hier auf dem Rückweg irgendwie wirklich übernachten müssen, in diesem kleinen Zug. Wissen wir Bescheid. Wobei, zwischenspeichern wäre vielleicht nicht verkehrt. Das Gefühl, warte mal. Sieht man auf der Karte irgendwie schon die halbe Strecke? Das ist der See, wir müssten irgendwie hier sein. Das heißt, Norden, also eigentlich genau da hinten, müsste der Funkturm oben sein. Ich werde mal kurz speichern. Kompass wäre nicht schlecht. So, also. Lageraktionen, zack. Einmal kurz eine Runde schlafen. Ah, toll. War klar, dass das Ganze in einem Schneesturm ausartet. Eigentlich brauchen wir nichts, ne? Also wir sind gut dabei. Wir können es eigentlich einfach im Schlafsack weiter ausruhen. Und wenn wir es hier in die Ecke legen, ist es da etwas wärmer. Oh, es wird langsam kälter, das ist schlecht. Oh je, wir sind mitten in einem Schneesturm, in einem richtig scheiß Schneesturm. Vier. Hoffentlich wird das nicht noch heftiger, ansonsten muss ich echt das Feuer hier entfachen. Oh, Leiden, Erfrierungsrisiko. Bedeck dich im betroffenen Bereich oder finde einen warmen Ort. Okay, an den Füßen. Echt jetzt? Ich mache uns jetzt ein Feuer. Bringt ja nichts. So, Feuer machen. Ich wusste, dass irgendwas passiert und das Wetter irgendwie so nicht mitspielt. Knister, knister. Come on. Haben wir uns einen falschen Tag dafür ausgesucht? Oder das Spiel will uns einfach nur verärgern? Komm schon, halt durch. Na gut, sehr schön. Ab 23, okay. So, dann erstmal kurz wieder. Eine Runde schlafen, nur eine Stunde. Dann sollte das Feuer eigentlich noch brennen. Oh Gott sei Dank. Es hat aufgehört zu stürmen. Wir sind wieder warm auf. Oh. Alles klar, wir reparieren mal kurz unsere Socken.
Mist, und es ist schon fast Nacht. Boah. Gucken, sehe ich irgendwo, da hinten ist der Turm. Ich glaube, ich muss die Nacht hier bleiben. Habe ich noch irgendwas um... Oh. So, um eine Nacht hier zu überstehen, ein bisschen Holz sammeln. Stöckchen, rein damit. So, Zünderbündel. Okay, jetzt brennt das schon 8 Stunden. Sehr gut. Vielleicht sollte ich noch schnell hier das machen. Zack. Ah, es wird schon wieder kalt. So ein Mist. So, Heizleistung 80 Grad. Super. Ich habe ein bisschen was gefunden. Abgestandene. Verdammt, kann ich die kochen? Ja, kann ich. Sehr gut. Dann garen wir die eben kurz, damit wir jetzt nicht draufgehen dabei. So. Essen wir. Ah, so Gott sei Dank. Nicht vergiftet. Das hier zuerst. Okay, sehr gut. Ich glaube, ein Nachteil am Wolfsfleisch ist, dass es extrem durstig macht. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Holz finden. Moment. So, da ist noch was. Schnell das Holz auseinandernehmen in 5 Minuten. Zack. Noch Holz. Ist auf der anderen Seite noch was, das wir auseinandernehmen können? Da ist ein Stück Holz. Totes Gestrüpp, auseinandernehmen. Äste kann ich dann schnell noch ins Feuer werfen für die Nacht. So, 12 Stunden. Sunsetting. It's gonna get a lot colder soon. Ja, deswegen will ich noch irgendwas an Holz sammeln. Das hier. Okay, das haben wir. Erfrierungsrisiko. Vielleicht schlafe ich erstmal 2 Stunden, 3 Stunden. Draußen in der Wildnis schlafe ich in so einem kleinen Zug, der nicht mal zugemacht werden kann. Schon irgendwie spooky. So. Ist mitten in der Nacht. Wir schlafen jetzt einfach mal 8 Stunden. Und bitte lass es heute nicht mehr stürmen. So. Ich muss schnell was trinken. Wie lange brennt das noch? 5 Stunden. 5 weitere Stunden. Oh, ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben. Okay, den Schlafsack. Packen wir wieder ein. Wie viel trinken haben wir denn noch? Oh, das ist nicht mehr viel. Oh, zack.
und dann brechen wir endlich auf.